O Falada, die du hangest, ein Pferd klagt an. Ich zog meine Fuhre trotz meiner Schwäche. Ich kam bis zur Frankfurter Allee. Dort denke ich noch, ui, diese Schwäche. Wenn ich mich gehen lasse, kann's mir passieren, dass ich zusammenbreche. 10 Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße. Kaum war ich da nämlich zusammengebrochen, der Kutscher lief zum Telefon, da stürzten aus den Häusern schon hungrige Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Aber die kannte ich doch von früher, die Leute. Die brachten mir Säcke gegen die Fliegen doch, schenkten mir altes Brot und ermahnten meinen Kutscher, sanft mit mir umzugehen. Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt. Ach, was war mit ihnen geschehen? Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein. Wer schlägt da so auf sie ein, dass sie jetzt so durch und durch erkaltet? So helft ihnen doch und tut es ihnen bälde, sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich.